Wir sind gerade in Dubai unterwegs. Das ist eine gute Möglichkeit, in der Hitze die letzten Stände noch mal zu validieren. Wir wollen wirklich gucken, passt die Abstimmung, Klimatisierung, das alles zusammen. Das ist der allerletzte Feinstück, den wir machen. Unglaubliche Performance bei dem Auto. Dubai bietet hier eine sehr gute Möglichkeit. Es gibt kurvige Passstraßen, wir können aber hier auch im Stadtverkehr mitschwimmen bei hohen Temperaturen, was immer eine hohe Beanspruchung für das Fahrzeug ist. Und da ist es mir auch wichtig, dass ich selber nochmal mit dabei bin, mir einen eigenen Eindruck zu machen und hinterher auch zu sagen, das geht noch nicht, wir können freigeben oder wir müssen Dinge noch ändern. Die Hauptaufgabe beim Elva ist immer, mach ein neues Auto, ohne ein neues Auto zu machen. Das heißt, der Elva muss immer klassischer Elva bleiben, der muss erkennbar bleiben, das muss das performante Straßenauto sein. Es gibt einen Performance-Hybrid, erstmals in der Ära der 911-Geschichte. Es gibt immer was, was man besser machen kann. Das ist auch immer unser Anspruch. Ein neuer Elva muss immer besser sein als sein Vorgänger. Ja, ich war jetzt bei dem Fahrzeug wirklich von Anfang an in die Erprobung involviert. Die Fortschritte über die Zeit zu sehen, macht wirklich Spaß, da tief involviert zu sein und auch dementsprechend Feedback geben zu können. Ja, super spannend. Also den Jörg Bergmeister dabei zu haben, war ein riesiger Gewinn tatsächlich. Einfach perfekt, was er uns für eine Rückmeldung gibt. Das heißt, er guckt mit einer Gesamtfahrzeugsicht aufs Auto, aber kann ganz wesentlich halt im Grenzbereich genau sagen, was muss an dem Auto noch gemacht werden, dass es für die Wohnstrecke nachher auch perfekt ist. Ja, ich bin das Auto auch ausgiebig auf der Nürburgring-Nordschleife gefahren. Da auch ein extremer Performance-Vorteil. Mit der Hybridisierung ist das Ansprechverhalten fast saugerähnlich. Man geht ans Gas und es geht direkt vorwärts. Und das ist natürlich gerade auf der Rennstrecke immer was, was man sich als Fahrer wünscht. Mein oberstes Ziel, 911 zu bringen, ist, dass sich der Kunde in sein Fahrzeug reinsetzt und sofort wieder in einem Elva findet. Was jeder Elva besser können muss, ist schlichtweg die Performance.